Hallo, ich bin Michaela Müller, bin Karosseriebaumeisterin und Geschäftsführerin von BMK Müller. Das Unternehmen hat mein Vater gegründet vor jetzt mehr als 20 Jahren. Zwischenzeitlich konnte ich auch meine Schwester fürs Unternehmen gewinnen. Sie ist Fahrzeuglackiererin. Angefangen hat das Ganze, dass mein Vater viel für Autohäuser lackiert hat, wir die eigene Karosserieabteilung hatten und hatten zunehmend mehr Privatkunden, haben jetzt seit 2 Jahren auch die Schadensteuerer mit bei uns, sind eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Wir lackieren auch Oldtimer, haben Oldtimer-Instandsetzungen, sind Oldtimer-Fachbetrieb, restaurieren die komplett, also von der Spiegelkappe bis zur Ganzlackierung machen wir hier eigentlich alles. Wir sind jetzt aktuell 19 Mitarbeiter, haben die Karosserie und Mechanik aktuell ausgelagert, weil wir hier am Standort zu wenig Platz hatten und teilen uns komplett auf. Das heißt, wir haben einen hohen Frauenanteil bei uns, haben viele Mädels in der Lackierung. Seit mehr als einem Jahr nutzen wir jetzt das Nitrotherm-System von Kammertech, haben das hier in unserer Lackierkabine integriert, haben jetzt in der Corona-Zeit und auch bei den wärmeren Temperaturen mit dem System lackiert, haben jetzt eigentlich auch schon viele Erfahrungen damit gemacht und schlussendlich gute Erfahrungen damit gemacht. Die Umstellung an sich ist super problemlos verlaufen. Das heißt, wir hatten das System zum Testen hier, haben dann während dem Test eben verschiedene Sachen ausprobiert, hatten den Techniker von Kammertech hier, haben alles gut erklärt bekommen und haben uns dann auch für das System entschieden. Wir haben in der Testphase schon sehr viel Material einsparen können. Und wir haben jetzt vor kurzem lackiert. Da hat dann mein Lackierer selbst mir nochmal gesagt, wie angenehm es auch von der Lautstärke her ist, weil der Druck einfach niedriger ist und sich so viel angenehmer lackieren lässt. Zur Firma Kammertech kann ich nur sagen, dass wenn man sich dazu entschließt, das System einzuführen, man auf jeden Fall Hilfestellung bekommt. Es wird einem geholfen, wenn man Probleme hat und wir haben uns nie im Stich gelassen gefühlt. Im Gegenteil, wir wussten, dass wir immer auf ein offenes Ohr stoßen und dass uns geholfen wird. Hallo, ich bin Corinna Müller, bin Fahrzeuglackiererin und arbeite im Familienbetrieb bei BMK Müller. Seit über einem Jahr arbeiten wir mit dem Stickstoff. Haben dann schnell gemerkt, dass wir viel weniger Material brauchen, waren wir sehr erschrocken, weil es wirklich, egal ob Klarlack oder Farbe, wirklich Einsparungen waren. Beim Lackieren gibt es sehr viele Vorteile. Wir haben viel weniger Oversprays, es ist viel angenehmer in der Kabine zu spritzen. Man hat auch weniger Druck, also es ist auch ein bisschen leiser. Wir waren auch ein bisschen kritisch, ob die Farbtöne immer noch so passen, weil man ja mit weniger Druck lackiert. Haben da aber auch unsere Muster damit gemacht und haben es dann genau verglichen und damit haben wir keine Probleme gehabt. Hallo, ich bin der Jasim Susuri, Mitarbeiter der Firma BMK Müller. Kann eigentlich nur sagen, zum Beispiel jetzt mit dem Stickstoff. Seit wir das haben, haben wir auch viel mehr Veränderungen. Natürlich, man spritzt mit weniger Druck, hat weniger Overspray, weniger Nebel in der Kabine, automatisch höhere Standzeit der Filter, auch automatisch weniger Materialverbrauch natürlich. Dann die Teile an sich. Also wenn man es lackiert, dann sammelt sich an den Rundungen, an den Kanten nicht mehr der Lack so an. Und man hat halt auch weniger Staubeinschlüsse durch das Ionisierte. Ja, und das sind halt einfach nur Top-Vorteile, wo ich sagen muss, am Anfang war ich skeptisch. Mittlerweile kann ich es mir nicht ohne vorstellen. Demnächst haben wir es mal ausgehabt, weil eine Wartung war. Und da habe ich gesagt, komm, dass wir keine Zeit verlieren und den nächsten Durchgang lackieren, haben wir mit der normalen Druckluft weitergespritzt. Und da habe ich es halt gemerkt, dass es einfach an den Ohren, hätte ich nicht gedacht, dass so ein Unterschied ist, mit weniger Bar zu spritzen, das einfach eigentlich so stört. Und es sind halt schon so Kleinigkeiten auch, wo man merkt, es ist angenehm einfach zum Lackieren. Schon unser Vater hat damals immer darauf geachtet, mit der Zeit zu gehen. Er war immer der Erste, der ein neues Schweißgerät gebraucht hat oder einfach modernes Werkzeug. Wir haben jetzt in Corona den Process Manager eingeführt, haben jetzt die Digitalisierung praktisch im Betrieb. Wir haben unsere Tablets, wir arbeiten an unseren Prozessen. Und so ist es auch wichtig, in der Box zu schauen, was kann ich da verbessern. Und es war schlussendlich eigentlich einfach und unkompliziert, das umzusetzen. Wir sparen Material, wir haben für den Lackierer eine bessere Umgebung geschaffen, einfach dadurch, dass es schon leiser wurde, und haben eigentlich bloß Vorteile durch Stickstoff.